Einen wunderschönen guten Tag aus unserem Garten. Wir sind heute mal wieder da und es gibt ja einiges zu tun, denn ein bisschen was dabei heute. Ne? Neuen Rasenmäher, der wird nachher noch getestet. Bevor ich aber überhaupt anfangen kann mit Mähen, muss ich hier mal ein bisschen eine Kante reinschneiden mit einem Entaster. Was anderes habe ich aktuell nicht, damit ich mit dem Auto wieder nach hinten fahren kann. Wenn ihr habt ja in dem kurzen Video gesehen, hier gab es einen Sturm und hier hat es mir mehr als einen Baum umgelegt, habe ich das jetzt erstmal gesehen. Und da muss ich jetzt hier ein bisschen Profil schaffen, dass ich mir nicht das Auto kaputt mache. Ja, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, Jesse ist hinten im Kleinen. Dann will ich nachher noch auf jeden Fall die Äste und so weiter kontrollieren, sichten, ob da alles safe ist. Nicht, dass da irgendwas angeritzt ist vom letzten Sturm. Und dann werden wir den neuen Rasenmäher testen. Ja, das ist der Plan. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Schauen wir mal, ob es Früchte getragen hat. Wenn ich mit dem Auto jetzt wieder aufs Grundstück komme, das wäre natürlich top. Das geht nämlich jetzt relativ fix. Und hier sehen Sie eine Jessie, die ganz selten mal arbeitet. Also im Garten zumindest. Sonst natürlich jeden Tag. Fahr bitte Theo nicht um. Bitte Theo nicht umfahren. Danke, das ist sehr toll. Ich gucke jetzt übrigens erstmal, bevor ich das alles endgültig wegräume, ich weiß übrigens noch nicht mal wohin, ob das Auto jetzt schon wieder durchpasst. Eine Stelle habe ich noch, da muss ich noch mal ran. So, jetzt heißt es erstmal Auto ausladen. Ich habe auch wieder viel Zeug mitgebracht, was hier bleibt. Und dann, ups, und dann testen wir mal den Rasenmäher. Keine Ahnung, ob das jetzt hier etwas wird. First try. Ui. Schauen wir mal. Theo, geh mal zu Mama. Oll. Warte, ich nehme ihn. Willst du schaukeln? Da wollte ich jetzt mal zuerst spielen. Achso, okay. Wenn.
Film durch die Blume. Nee, das ist echt optimistisch. Kind und Schubkarre. Komm, wir fahren die Schubkarre mal zurück. Okay, ich spieße dich ab. Entschuldigung. Ich habe unser Kind aufgespießt. Okay. Es gibt eine Planänderung. Ich musste noch mal sägen, denn dieser Ast ist so schwer, dass ich ihn so nicht behoben bekomme. Nein. Hurra. Papa, nein. Oh nein, ja, allerdings. Ja. Du musst jetzt unter Umständen übrigens Copyright anmelden. Ja. Weil Theo die ganze Zeit in meinen Bands gesungen hat. Ich kann das nicht. Ich bin gegen alles allergisch, was in der Natur ist. Setz dich auf den Stuhl. Bäh. Bäh, ja. Puh. Die letzten 15 bis 20 Minuten, das kommt hin, oder? Ja, ein bisschen länger. Ja, eine halbe Stunde sogar habe ich damit verbracht. Zwei Äste hier wegzuschaffen, zwei große. Die ein bisschen klein gesägt, war genervt, habe deswegen nicht gefilmt, habe mich alles angekotzt. Ja, und jetzt testen wir endlich mal den Rasenmäher. Es ist ja alles soweit astfrei. Können wir mal testen jetzt. Ich entfülle Gase noch ein Stück. Oh, Theo hat das da liegen lassen, ne? Ja. So, ich habe jetzt ganz schön viel gemäht. Ey, ich bin am Arsch ohne Ende. Mhm. Ich muss kurz Luft holen. Und die rauslassen. Entschuldigung. Genau. Und dann zeige ich euch, was ich bis jetzt gemacht habe. So, ich habe jetzt mal ein bisschen Luft geholt. Ihr habt es gesehen, wie es hier vorher aussah. Und so sieht es hier jetzt aus. Hier der Baum, der hat wieder grün drunter, also gemäht. Das ist der Baum, der noch weg muss, den es entwurzelt hat. Das machen wir aber nicht heute. Ja, dort muss ich mit der Motorsense dran. Oh, es ist ordentlich was gegangen hier. Richtig, richtig ordentlich. Oh, ja, ja. Theo ist am Schaukeln. Oder er will schaukeln. Er ist schwer gehypt auf jeden Fall. Was sagst du? Ich liebe das im Gegensatz zu dem anderen Garten. Den fand ich nicht so toll. Ja. Aber hier. Ist noch weniger Brombeeren. Hier bin ich sehr gerne. Ja. Theo, alles klar? Wir müssen dieses Ding nur echt mal ölen. Ja, kann ich nachher noch machen. Schaukeln, genau. Also, wenn wir hier mal. Probeweise ein bisschen durchgegangen. Da hatte ich das letzte Mal mit dem Freischneider ein bisschen rumgemacht mit der Motorsense. Da muss auch noch ein bisschen, muss ich mit dem Messer noch mal ran hier. Aber ja. Und da gibt es noch einen Arsch von Arbeit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist denn der Essigbaum umgefallen? Auch keine Qualität mehr hier. Aber was ich auch sehr interessant finde, das habe ich letztes Mal schon gesehen, aber jetzt sehe ich es nochmal richtig,
Die früheren Besitzer oder irgendwelche Kinder müssen hier mal eine Hütte gebaut haben. Denn da sieht man noch die Überreste. Finde ich cool, haben wir früher auch als Kind gemacht. Wir waren ja eh nur im Wald unterwegs, ne, als Kinder. Das ist ja eine andere Generation. Ohne Handy, ohne alles. Das war die geilste Kindheit, die du haben kannst. Schaukeln, genau. Und wir waren den ganzen Tag von morgens bis abends im Wald. Wir sind also nur zum Essen heimgekommen und dann sind wir direkt wieder losgetigert. Wie war das bei dir? Ja, das war genauso. Wir hatten direkt quasi 200 Meter Luftlinie von uns zu Hause, damals ein riesen Waldgebiet. Und wir waren da immer. Wir waren da immer, immer, immer. Also bei uns gab es eher Ärger, wenn wir mal nicht nach Hause gekommen sind. Weißt du, so andersrum. Jetzt muss die Kinder rausschicken, bei uns muss es uns zwingen, dass wir drin bleiben. Ja, das ist so. Das war echt so. Und immer das Klassische, ihr kommt nach Hause, wenn es dunkel wird. Ja, ist so, ne? Hat immer funktioniert. Immer funktioniert. Und wenn die Straßenlaternen angehen. Ja, genau, wenn die Straßenlaternen angehen, dann kommst du nach Hause. Rein. Genau. Wir haben jetzt hier auch noch haben wir Gebüsche und so weiter und Brombeeren. Ja, kommt noch ein Vater. Aber das werde ich hier an der Seite alles so lassen. Das hat nämlich folgenden Grund, da geht es einen Hang runter. Und die Brombeeren, die bremsen Theo quasi beim Fall. Nee, Quatsch. Dann hat Theo nicht so die Intention, da an die Kante zu gehen. Hier auch. Und ja, ich zeige euch jetzt mal noch, was ich gemacht habe. Also die, nur die zwei Äste sind das, ne? Was das schon für ein Haufen an Holz ist, das ist zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen. Hier, das sind die zwei Äste, die es runtergerissen hatte. Da hinten muss ich auch noch irgendwann mähen, weil das gehört ja auch noch alles dazu. Hier habe ich jetzt ein bisschen gemäht, aber hier muss ich auch noch mal mit dem Freischneider dran. Denn da komme ich mit dem normalen Rasenmäher nicht weiter. Gehen wir weiter? Achso, filmst du mich? Ja. Ja, film mal dich selber. Jetzt gibt's ein Making-of. Genau. Jetzt musste ich gerade mal ein bisschen mit dem Freischneider noch mal dran. Ich habe jetzt den Bereich noch mal frei gemacht. Der hier fehlt jetzt noch. Aber Leute, ich bin auf dem Dach. Ich bin echt kaputt. Die Wärme und so weiter, das ist einfach heftig. Das ist echt heftig. Dann ist mir noch der Faden ausgegangen auf der Spule, muss ich auch noch mal neu drauf machen. Und ja, jetzt habt ihr einen kleinen Überblick, wie es aktuell aussieht. Und wenn ja alles gemäht ist, dann gehen die Projekte los. Und da könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. So, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann auf jeden Fall jetzt noch ein Follow da lassen. Wir sind nicht auf TikTok. Dann jetzt auf jeden Fall ein Abo da lassen und mir, wenn ihr wollt, auf Instagram folgen. Garden Guide und so weiter ist alles verlinkt. Im ersten Kommentar, im obersten, im fixierten. Und ja, da findet ihr auch meinen TikTok-Account zum Thema Garden Guy. Und ich würde mich natürlich jedes Mal über Kommentare freuen, so auch dieses Mal. Und wenn ihr irgendwas habt, Verbesserungsvorschläge oder so, immer unten in die Kommentare, damit ich bin selber neu in der Materie. Ich habe mir das Messer jetzt nochmal angeguckt von dem neuen Staubsauger, genau, der eigentlich ein Rasenmäher ist. Wegen Beschädigung und so weiter durch die ganzen Stöcke und das alles cool. Also ist nicht beschädigt, hat keine Macke, gar nichts, das Messer. Und von dem her ist alles tippitoppi. Danke nochmal an Schatz, die hat mir den nämlich geschenkt. Bitte. Ja. Und ist gerade damit beschäftigt, Tee und Herz drin. So, wir machen jetzt hier Feierabend. Wir kommen hierher demnächst. Und dann machen wir weiter. So, bis dahin. Dankeschön. Macht's gut. Ciao. Ja, tschüssi. Sag mal tschüss. Ja.